Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute häkeln wir zusammen einen Rochen und ich hoffe, das Video gefällt dir. Und wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gern. Und würde ich sagen, kann es jetzt auch losgehen. Diesmal beginnst du mit einer ganz normalen Schlaufe und wenn du das hast, häkelst du 9 Luftmaschen. Dann häkelst du in jede Luftmasche eine feste Masche und du beginnst bei der zweiten Luftmasche von der Nadel aus. Du hast dann 8 feste Maschen. Am Ende jeder Runde machst du eine Luftmasche. Bändest das Stück und häkelst jetzt noch einmal in jede Masche eine feste Masche. Das machst du insgesamt 4 Reihen lang. Und am Ende, wie gesagt, wieder eine Luftmasche. Stück wenden und nochmal dasselbe. Wenn du die 4 Reihen hast, machst du erstmal wieder eine Luftmasche und verdoppelst die erste und die letzte Masche. Das heißt, du häkelst in die erste und die letzte Masche jeweils 2 feste Maschen. Dann wieder eine Luftmasche und die erste und die letzte Masche verdoppeln. Und das wiederholst du jetzt so lange, bis du 30 feste Maschen hast. Das sind 11 Reihen. Wenn du das hast, sollte das Ganze so aussehen. Und dann kannst du ein bisschen den Faden rausziehen, abschneiden und komplett durchziehen. Jetzt machen wir den Schwanz und dafür zählst du erstmal 11 Maschen ab, stichst dann in die 11. Masche ein, holst dir den Faden, ziehst ihn durch, machst eine Schlaufe und stichst jetzt nochmal in dieselbe Masche ein und machst eine feste Masche. Und jetzt machst du noch 8 weitere Maschen. Also hast du dann insgesamt 9. Machst dann eine Luftmasche, wendest das Stück und jetzt nimmst du die erste und die zweite Masche zusammen ab, also in die erste einstechen Faden holen, in die zweite einstechen Faden holen, Faden durch alle Schlaufen ziehen. Dann nimmst du noch die 8. und 9. Masche zusammen ab. Dann eine Luftmasche, Stück wenden, wieder die erste und die zweite Masche zusammen abnehmen. Und dann die 6. und die 7. Das wiederholst du jetzt, bis du nur noch 2 Maschen übrig hast. Bei der letzten Runde ist es die 1. und die 2. abnehmen und in die letzte eine feste Masche. Dann häkelst du 14 Luftmaschen. Dann stichst du in die 3. Luftmasche ein und machst eine Kettmasche. Du holst dir also den Faden und ziehst die Schlaufe durch die Schlaufe. Dann häkelst du 7 feste Maschen. Und dann noch 4 halbe Stäbchen, also einen Umschlag, durchstechen, Faden holen und durch alle 3 Schlaufen ziehen. Umschlag, durchstechen, Faden holen und durch alle 3 Schlaufen ziehen. Dann wendest du das
und machst eine Kettmasche in die andere Masche, die übrig geblieben ist. Jetzt häkelst du noch einmal komplett um das Stück herum. Also in jede Masche eine feste Masche. Du siehst natürlich an den Rändern keine Maschen in dem Sinne, aber du siehst ja, wie ich das mache. Du machst einfach in jedes Löchlein eine feste Masche. Und an den Spitzen der jeweiligen Teile machen wir nochmal was anderes. Das zeige ich dir gleich. Damit das Ganze nämlich ein bisschen mehr Form bekommt, machst du genau da, wo die Spitze schon angedeutet ist von der Flosse, eine feste Masche, zwei Luftmaschen und eine feste Masche in dieselbe Masche. Dadurch ist das Ganze eben ein bisschen spitzer und bekommt mehr Form. Dasselbe machst du auch nochmal bei den zwei Ecken am Kopf, Gesicht, je nachdem, wie man das nennen möchte, und natürlich auf der anderen Seite mit dem Flügel auch nochmal. Der Rest wird weiter ganz normal umhäkelt. Ich zeige es dir hier jetzt nochmal am Kopf. Also eine feste Masche, zwei Luftmaschen und wieder eine feste Masche in dieselben Masche. Die Schwanzspitze umhäkelst du übrigens nicht. Du machst es nur am Körper. Also hier ist dann Schluss und du machst dann nochmal eine Kettmasche. Also einstechen, Faden holen, Schlaufe durch die Schlaufe. Und jetzt ziehst du den Faden ganz weit raus, weil du ein langes Stück brauchst, um das dann später zusammenzunähen. Und ziehst den Faden dann komplett durch. Und so sollte dein Stück jetzt aussehen. Und das Gleiche machst du jetzt auch nochmal in einer helleren Farbe. Ich habe weiß genommen. Du kannst natürlich benutzen, was du möchtest. Und wenn du das hast, werden die beiden Teile zusammengenäht. Du legst sie also aufeinander. Und stichst dann nur in die mittleren Maschenglieder. Also nicht durch beide Maschenglieder, sondern nur durch die beiden, die sich sozusagen treffen. Ich hoffe, du kannst es hier gut erkennen. Und du ziehst dann einfach den Faden immer durch, ziehst ihn fest und gehst dann in die nächste Masche. Immer nur die beiden mittleren. Nähe es noch nicht komplett zu, du musst es auch noch ein bisschen ausstopfen und die Augen, falls du sie richtig ranmachen möchtest, musst du das natürlich auch machen, bevor du es komplett zugenäht hast. Ich stecke die Augen ja bekanntlich immer erst am Ende rein, aber manche Leute mögen das halt nicht und deswegen sage ich nur Bescheid, bevor es komplett zugenäht ist, immer die Augen machen und es ausstopfen. Ich habe hier jetzt noch dieses kleine Löchlein. Und da stopfe ich aus. Mach es nicht zu fest. Der Rochen soll ja auch noch flach sein. Also nicht so viel ausstopfen wie für gewöhnlich. Und wenn du das hast, dann kannst du das Ganze jetzt schließen. Und zwar steche ich dafür nochmal ein. Zieh den Faden fast durch, mach einen kleinen Knoten, musst du nicht machen, kannst du aber machen. Und dann stichst du den Faden irgendwo durch und schneidest ihn einfach ab. Und dann kannst du das Ganze immer noch ein bisschen zurechtformen. Mich fragen alle immer, warum meine Figuren eine andere Form haben als ihre. Ich drücke da einfach immer noch ein bisschen rum und mache es so, wie es mir gefällt. Und dann haben wir hier auch die Augen. Und dann haben wir hier die Augen und damit ist dein Rochen eigentlich auch fertig. Wie gesagt, du kannst da immer so ein bisschen rumdrücken und formen. So, und damit ist der Rochen fertig und ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!